Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Scheiße, hast du mich erschrocken. Scheiße, hab ich dich erschrocken. Oder erschreckt, oder wie auch immer das heißt. Kacke, hab ich dich erschrocken. Nee, erschreckt. Ja, ich würde gerne... Hab ich mich ja, ne? Ja. Ich würde gerne unten schon mal aufwerten, oder wollen wir... Ja, weiterbauen ist doof, ne? Wir wissen ja noch nicht, wo die Reise hingeht. Aber ich würde schon gern ein bisschen aufwerten gehen. Mach doch. Denke ich. Ich gucke, ob ich irgendwie ein Tier finde, aber ich finde keins. Jetzt hätte ich fast meine Mandarinschale gegessen, ey. Guten Hunger. Nee, ich werde mal ein bisschen auf unten, ne? Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Da, wo die Zombies reinfallen, wollte ich anfangen. Also von unten nach oben quasi. Dann brauche ich noch den Hammer. Den Klauenhammer. Und da komme ich ja gar nicht mehr. So. Und Pflastersteine. Sagt ein Stein zum Brett, ich bin ein Stein. Sagt das Brett zum Stein, wenn du ein Stein bist, bin ich Brett Pitt. Oh Gott, ey. Aua, oh Mann, ich habe mein Stacheldraht nicht gesehen. Der steht aber auch kacke hier. Haha. Wer hat denn den da hingebaut? Ich nicht. Verdammt, seist du. Stachelman? Gibt es irgendeinen Superhelden mit Stacheln? Weiß ich nicht. Indirekt wenn Scorpion, du das nicht, ne? Wenn du das nicht weißt, woher soll ich das wissen? Ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus. Hä, du bist doch voll der Nerd. Was bin ich? Nerd. Ja, genau. Du bist doch jedes Jahr bei der Comic-Con. Bei der was? Comic-Con. Da bist du auch immer verkleidet, dann malst du auch immer auf dem Blatt Papier Superheldengesichter und dann Schnur rum und so gehst du immer hin. Weil man die bei mir auch so toll erkennen würde, was für das Helden das wären. Oh, Matchman. Ich kann überhaupt nicht malen, ey. Malst du Batman einfach schwarz? Mhm. Die denken, das ist eine Katze dann. Oder Black Panther, dann ist die Verwirrung perfekt. Du musst schon ein Cape nehmen, sonst wird man den Unterschied nicht merken. Ich werte das mal erstmal nur hier innen drinne auf, ne? Ich gehe jetzt noch nicht nach außen. So, und hier war letztes Mal Damage, ne? Na, waren wir zu gierig? Oh, das ging ein Stück in die falsche Röhre, ey. Hast du hinten, oder? In die Poporöhre. Ich meine in die Luftröhre. Meine, das war zu hoch. Boah, ich komm mega hoch mit dem Klauenhammer. Zum Aufwerten. Da war auch Damage auf der Höhe. Schade, dass hier keiner... Das ist ja skurril. Kein Tier kommt. Wo? Wer hat denn das hier erstmal auf? Wo war es kaputt? Oh. An der Treppe quasi, die Säule. Die war beschädigt tatsächlich. Na gut, wenn die dagegen knallen oder gegenhauen vielleicht. Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht, wenn die beim Gegenknallen gegenhauen. Oder. Ups. Kann ja auch sein, dass wir da mal gegengeschossen haben, aus Versehen oder so. Ja, du wahrscheinlich. Genau. Das ist ja auch Holz. Mr. Perfect natürlich nicht, ne? Bitte? Mr. Perfect natürlich nicht, ne? Nee, und ich auch nicht. Mir kann sowas nicht passieren. Nee. Oh, hier ist immer noch so ein kleiner Pfosten. Mhm. Großer da unten. Irgendwie wusste ich, dass das jetzt kommt. Ich finde das nicht nett, dass du mich hier so hart beleidigst, Jasmin. So hart. So hart. Du bist nur zu weich. Hm? Du bist nur zu weich. Ich bin der Man of Steel. Ach. Also nicht Stahl wie Superman, ne, sondern einfach nur elegant gekleidet. Ach so. Mit meiner geilen Jogginghose. Oh, da ist ein Tier.
Da mach ist. Mal den, da mach ist, mal einen Hund platt. Wo denn? Hier draußen. Hier vorne gleich. Am Wasser. Nee, das ist ein Stein. Vorne. Links. Nein, hinter diesem Schild. Sag mal, bist du blind? Ja. Nein, nicht da. Rechts. Da? Ja. Im letzten Stück links gleich. Ich höre ihn. Da, kommt er. Ich habe gar keine Munition. Das ist der doof. Aua, aua, aua. Böser Hund. Nein. Du bist so fertig, Alter. Wo ist er hin? Alter, ich bin so nachtblind. Er läuft vor mir weg. Auf der Treppe. Nein, ich habe jetzt mein Holz gehauen. Jetzt bist du eine Sackgasse. Na, er ist abgehauen. Was machst du denn da? Ich laufe durch Stacheldraht. Wonach sieht's denn aus? Das, was jeder Mensch macht. Fleisch ist gleich weg, ey. Ja, ich habe keine Ausdauer. Oh, Patrick, ey, ehrlich? Ich gehe auf Jagd. Daneben. Das gibt's nicht. Ich hab ihn. Das war ein Kinderspiel. Wie ein Kinderspiel sah das aber eben nicht aus. Ja, der Hund ist der absolute Ninja im Dunkeln. Der ist schwarz und draußen ist auch alles schwarz. Hm. Ich hab den mal ausgenommen. Ein bisschen Fleisch wenigstens wieder. Was? Ja, warte mal, ich habe hier ein bisschen kaputt gemacht. Mann! Au! Oh. Oh, ich will diese Treppe hier. Ich laufe immer in diesen Stacheldraht rein. Mann! Mann! Das kann doch nicht sein. So, zwei breit. Das ist richtig, aber wir sehen trotzdem nicht viel. Es gibt zumindest XP, dann kann ich wieder irgendwo reinleveln. Ah, Level 29. Was? Du musst mal mehr aufwerten, Jasmin. Du musst mal mehr aufwerten. Du machst das ja ständig. Ich weiß, mit meinem Aussehen, ne, werte ich schon den Raum auf. Hast du gerade gekotzt? Fast. Kann ich verstehen. Ah, also. So, welchen Tag haben wir denn? 19. Dann haben wir noch 2 Tage bis Blutmond. Hm. Quasi. Modo. Ich würde ja gern nicht nur aufwerten, ich würde auch gern weiterbauen, aber ich weiß noch nicht genau, wo wir letztendlich enden. Weil ich nicht weiß, was wir noch alles bauen werden. Ja. Also wir brauchen noch eine Gartenabteilung, sag ich jetzt mal. Dass wir die Beete alle auf dem Haufen haben, ein bisschen sortiert, ne? Mit wo Mais ist, Kartoffel und... Ja. Müssen wir das? Ja, aber ich würde vorher gerne einen Werkstattraum machen. Also wo die Werkbank drin ist, die Schmiede, vielleicht noch eine Schmiede bauen. Dass wir uns da ein bisschen größer aufstellen. Dann hätte ich gern eine Küche. Mhm. Kein Stein mehr. Hm. Jasmin, es hat nicht gereicht. Ich habe auch kein Eisen. Da ist ein Wolf. Ich bin gerade drin. Sag mal, sind wir jetzt eigentlich Bros? Wo bist du denn? Ne, ein Hund ist das. Komm her, du Penner. Komm her, du Penner. Weg ist er. Federn.
Alter, wir haben so viele Federn, ne? Der Wahnsinn. Hm, 30 Fleisch. Lehm? Hier war Lehm drin. Komm her, Mann. So, und jetzt nochmal das Fleisch einsortieren. Oder soll ich das gleich grillen? Das sind 5 Steaks. Ne, 6 Steaks sogar. 6. Jetzt habe ich aber kein Holz. Root. Geht doch, ey. Dauert 1:12. Hast du so viel Zeit? Ich habe auch noch mal Fleisch. Hast du einen Hund getötet? Mhm. Sag mal, was bist du für ein Mensch? Ja, ich habe Hunger, ich brauche Geld, Fleisch. Hunde sind fühlende Lebewesen. Ja, wieso habe ich immer noch 25? Jetzt kann da leider auch nicht mehr. Was muss, das muss. Aufs Klo gehen. Jasmin, wir müssten hier ein bisschen umdisponieren mit unseren Getränken. Mach mal. Wir haben mega viel Wasser. Ja, ist doch gut. Kommt hier unten die Alkoholecke. Dann machen wir da nochmal eine Reihe Wasser. Obwohl, ich könnte Kaffee machen. Mhm. Wir haben doch noch, Ja, haben wir noch. Aber wir haben das bei Zutaten. 59 Kaffee. Wie viel brauche ich denn für einen? Ja, viel. Einen, glaube ich, oder? Ja, einen. Das heißt 59 Wasser. Dann mache ich mal 32 Kaffee, ne? Mhm. So. Kaffee. Kaffee. Das sind 8 Minuten. Das ist mir zu lang. Warte mal. So. Oh, ich habe da 3 Kochtöpfe reingeschmissen. Es dauert trotzdem 8 Minuten 23. Ach, egal. Das ist ja ein Ding. Hm. Na gut, aber dafür machen wir jetzt richtig guten Kaffee. Müssten Kaffee auch nochmal anbauen. Kaffeesamen. Also brauche ich 5 Kaffee. Heidelbeer. Jucker. Yoga. 5 Samen. So, dann kann ich 5 machen. Ey, ich bin hier absolut durcheinander mit unserer Gieße. Ach, du hast die gemacht. So, und dann können wir ja bei der Gelegenheit nochmal, ich nehme hier nochmal Crude, Lehm. So, Beete machen. Jetzt 5-mal Kaffee anbauen. Hier würde ich ungern noch weiter. Machen wir das hier vorne hin, ne? Beete und Felderblock. Achso, ich brauche auch verrottetes Fleisch und Nitratpulver. Na ja, alles. Ja, Nitrat haben wir gerade so. Da haben wir nur 1420. So. So. Mir ist da möglicherweise, ich weiß nicht, ob wenn ich das jetzt abbreche, ob
ich denn die Materialien wieder kriege, aber ich habe gerade 125 verrottetes Fleisch in 25 Beete umgewandelt. Mhm. Ja. Das war vielleicht keine Absicht. Mhm. So. Ach ja. Jetzt hat es schon. Holz. So. 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 Reicht eigentlich. Papier habe ich auch noch. Haben wir doch hier, ne? Gut. Das. Gut, sag gut. Warte mal. Irgendwo ein Bär, dürfte oder was? Das nicht? Obwohl, wir können doch auch von einem höher nach hinten. Hä? Wenn wir da eine Tür einfach reinmachen. Oder... Ich baue die einfach hier auf dem Dach erstmal an. Dürfte ja eigentlich nichts passieren. Wir haben ja eine Mauer, ne? Hm. Eigentlich. Wenn du eigentlich sagst, gefällt mir das nicht. Dürfte ja normalerweise nichts passieren, ne? Wir haben ja eine Mauer. Du, guck mal, ey. So, ich habe jetzt 5-mal Kaffee angepflanzt. Auf dem Dach. Vielleicht werden wir später alles aufs Dach schmeißen. Anbeten. Oder wir gehen noch höher. Ich hätte lieber so eine Fläche hier. So, wir wollten ja so oder so. Pilze brauchen auch gar nicht so viel Platz. Naja, gut, wie dem auch sei, Jasmin. Wie dem auch sei. So, da ich jetzt hier nicht mehr groß was machen kann, ich bin schon wieder in... Oh, Jasmin. Wo bist du denn überhaupt? Wo treibst du dich rum? Ich hack dir die Bäume weg. Ich habe bis jetzt nicht einmal Honig gehabt. Ich sehe dich gar nicht. Da hinten musst du irgendwo sein. Ah. Aha! Da ist sie ja, die alte Holzfällerin. Moin, Udo! Ah, oh Mann, bist du doof. Hast dich erschrocken? Mhm. Das wollte ich nicht, Udo. Udo? Ja. Gib dir gleich Udo, ey. Jetzt kann ich das hier auch nicht reparieren, ne? Reparatur geht. Aber ich habe ja noch eine Schaufel. Warte mal, unser Haus ist da. Irgendwo, wo man es nicht so sieht, ne? Ja. Was willst du da machen? Ich wollte ein bisschen Lehm und so abbauen. Damit wir das einschmelzen können später. Und ich wollte ja noch eine Schmiede machen. Ja, wenn du infiziert bist, hast du durchgehend Hunger und Durst, ne? Du bist automatisch langsamer. Ja. Du bist langsamer, du hast Hunger, du hast Durst, du willst essen und trinken. Meinst du, du hast ständig Hunger, weil da dein Zombie-Blutrausch durchkommt? Hm. Das könnte ja sein, ne? Und dieser Instinkt, der wird sich so dermaßen ausbreiten, dass du anfängst, deinen Mitbestreiter zu essen. Hm? Komm mal her, du. Später.
Ich muss noch Salz holen. Du hast nicht genug Ausdauer. Achso, ich kann ja noch Punkte vergeben. Wie viele habe ich denn? 2. Könnte man hier nicht bessere Werkzeuge draus machen? Wer weiß, wir Schrott auf dich warten. Fertige Sammelwerkzeuge von Qualität 2 an. Bringt mir aktuell nichts, aber später vielleicht, ne? Was brauche ich denn hier für Stufe 2? Level 2. Bin jetzt mal auf Looten gegangen. Wieder. Aber ob das so gut ist. Ich bin halt absolut. Max ist ruhig. Ja. Nein. Ich bin halt absolut überfordert beim Punkte investieren. Wo ich diese Punkte letztendlich reinstecke. Komische Frosche hier zwischendurch. Weil eigentlich brauchen wir diesen Ingenieur ja auch noch, damit wir irgendwann eine Werkbank und so bauen können. Wir könnten auch sagen, wir bauen die Beete draußen. Nee, das ist doof, ne? Wenn wir einen Acker anlegen. Da musst du nur Zaun drum machen. Nee, aber das ist doof, der muss ja immer hinlaufen und. Okay. Ich käme hier noch raus, prinzipiell. Falls du Honig gefunden. Ach nee, du bist ja auch infiziert, ne? Ich kenn Honig. Ich habe noch nicht einmal Honig gefunden im Baum. Ich habe bis jetzt auch nur bei dem Baum Stümpfen, aber Carmen sagt, du kriegst sie auch aus Kiefern. Vielleicht sind das ja Fichten, die wir haben. Meinst du da, wo, wenn du jetzt einfach in der Erde runterbuddelst, wo keine Steinmine ist, meinst du, da gibt es auch keine Steinader? Ja, ich habe keine Ahnung. Brauche mich immer nicht weiter zu buddeln. Weil letztendlich, ich könnte ja auch gucken, dass ich bei so einer Mine buddel. Das macht vielleicht mehr Sinn, weil dann haben wir Stein und so auch gleich mit. Mhm. Auf dem Weg dahin könnte ich ja noch mal einen Baum fällen, in der Hoffnung, ich kriege Honig. Mhm. Federn. Ich habe Federn gefunden, Jasmin. Ich sterbe gleich, wenn ich verhungere. Ist egal, ich bin eh infiziert. Warte, bis ich draufgegangen bin. Ich bin ein Indianer. Ja, ich esse jetzt auch nicht, weil ich nicht weiß, ob ich meine Infizierung eigentlich heilen kann, weil wir haben nichts. Und auch wenn ich das jetzt gelevelt habe, dass mein Loot besser ist, habe ich aus dem Baum zumindest nichts gekriegt. Wieder nur Federn. Aber mehr, das waren 7 Federn, glaube ich. Oh, lala. Waren das vorher nicht immer nur so 3? 3 bis 4? Oh, eben 7 gab, glaube ich. Ja, ich habe jetzt schon roten Hunger, Jasmin. Ein Bärenhunger. Ich auch, wa? Ja. Das dauert immer so lange, hier so einen Baum zu fällen, wenn du keine Ausdauer kriegst. Wieder kein Honig. Vielleicht kriegst du den echt nur aus Baumstümpfen. Also vielleicht müsste man irgendwas leveln, damit das überhaupt aus Kiefern kommt. Aber ich sehe jetzt hier auch keinen Baumstumpf. 35 Holz. Brechsand und Nägel. Ach, das kannst du doch vergessen, Jasmin. Mhm. So
Solange wie wir infiziert sind. Wir keine Ausdauer, um einen ganzen Baum zu hacken. Oh mein Gott. Aber vielleicht, wenn ich so eine Eiche hacke. Eiche? Eine Eiche. Nö. Nur Tannenschapfen. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung stirbt nach mir. Ach Gott, ist nur ein Zombie. Ich hatte eben schon Schiss, dass hier ein Bär rumläuft. Ja, moin! Das war aber ein kurzer Smalltalk hier, mitten im Wald. Smalltalk. Ja. Vielleicht der ist ja kaputt, der Baum. Mal trübes Wasser trinken hier, ne? Trübes Wasser. Du, was macht abgekochtes Wasser? Wie viel trinken? Trübes macht 8. Warte, ich hier mal kurz. Luki machen. Was? Ausdauer? Ausdauer? Nee, wenn du trinkst, links zeigt er doch immer so einen Kopf an mit Gluckluck. Ja, das weiß ich nicht. Ich will ja jetzt nichts trinken. Ich will jetzt nichts verschwenden, wenn ich eh gleich drauf gehe. Hm. Verstehst? Ja, schon. Ich mach's nicht gerne Wasser eh genug. Mal. Mich würde das nur mal interessieren, weil ich habe ja diese Helm-Mod. Hier kann ich gleich buddeln. Warte, 19, 2, 18, 19 stand bei mir jetzt. Also doppelt so viel wie mit der Mod. Die Sekunden. Aber dafür habe ich, ja gut, aber ich habe ja mit der Mod noch den Vorteil, dass ich halt nichts abkochen muss unterwegs. Also 19 Sekunden sind das denn oder was? Nee, 19 Trinkeinheiten. Aha. Moin, Schwester! Ja, ich setz mich mal hier hinten hin, ne, in der Ecke. Am schönen Fenster. Ich nimm Kaffee. Oh, typischer Montag, ey. Die ist motiviert, die Alte, ne? Die hat gar keinen Bock, meine Bestellung entgegenzunehmen. Der Tanz wird hier nicht auf die Tische. Das ist nicht so ein Schuppen. Ich dachte, das wäre ein normales Kaffee. Ich gehe wieder. Das gibt eine schlechte Bewertung auf Yelp. Yelp? Oh, hier ist Müll. Brechsand. Also wirklich was Geiles. Kaffee. Ich habe gedacht, vielleicht im Café, dass hier Honig noch ist. Hey. Gekochtes Wasser. Noch mehr Kaffee. Bei uns. Ja gut, Knochen nehme ich mal mit. Ist ja keine große Loot-Tour hier. Den können wir daraus Kleber herstellen, Jasmin. Ich habe noch Blei. In den Knochen. Jetzt setzt du den mal hier nebenan. Oh. Habe ich mich aber erschrocken. Oh oh. Au oh. Raus. Au oh. Oh nein. Ich hab mich hier eingeschlossen. Aua! Ich bin am Arsch. Ach, hier war ja noch so eine coole Kiste. Ich spring hier runter. Ich hab's überlebt. Nein! Ich hab den Geier nicht erwischt. Lass das, Vogel. Böser wählen sie dich. Aua! Der wählen sie dich ist mega krass. Mega Kratz. Jetzt. Lass. Jasmin, ich habe hier vielleicht ein Problem. Ich kann dir nicht helfen. Okay. So. Ich mache jetzt hier einen auf Sniper-Elite. Aus Meter-Entfernung.
Ey, die Munition müssen wir für den Blutmund behalten. Mensch, das sind Pfeile, die kannst du wieder aufsammeln. Ah. Ja, ja. Bitte recht freundlich. Wunderschönes Foto. Oha. Ah. Indianer. Okay. Ich durchforste mal den Müll. Wenn es sonst keiner macht. So, und jetzt muss ich gleich nochmal auf das Dach. Auf das Dach? Ja, ich will noch nicht sterben an meiner Infektion oder an Hunger. Da hinten war ich doch auch letztens erst. Ja, ich bin hier im Bobs Café. Oh, Kartoffeln, Jasmin. Dann können wir Samen herstellen. Ich weiß gar nicht, wo ich letztes Mal drin war. Ist auch noch unberührt. Ups. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Küche... Nee, da habe ich noch gar nichts mitgenommen. Was ist das? Brennender Schaft-Mod. Wer ist das? Ich weiß nicht. Steht doch da, wenn du draufklickst oder nicht. Ja, aber ich weiß nicht, für was ich das nehmen kann. Wo ist denn? So geht das nicht. Okay, da geht das nicht. Vielleicht mit Fackeln oder so? Nee. Gut, ein Knüppel hat ja keinen Schaft, ne? Oder für so eine... Für die Lappen und dann, wie heißt das? Molokovs? Nee, Holokovs? Ach, wie heißen die Kacke? Ach so, ja, ja, mhm. Hast du mir jetzt erst geantwortet? Nee, ich hab gelesen, tut mir leid. Was hast du gesagt? Vielleicht für Holocaust oder Moll. Wie heißen denn diese Natur in eine Flasche und werfen und brennen und so? Boom. Nee, ich hab's. Aha, und was? Ich dachte ich jetzt. Ah. Ja, was hast du denn gelesen? Hey, wieso kann ich denn das nicht nehmen? Du kannst es an Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen machen, aber ich kann es weder an meinem Schlagstock anbringen. Mehr wollte ich doch nicht. Noch an meine Knarre. 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 Ich kann es an der Axt machen, aber da habe ich schon andere Mods drauf, die halt weniger abnutzen und mehr Schaden an Holz machen. Ich hätte das halt gerne an meiner Knarre. Nein. Huch. Verändern? Ich verstehe halt nicht, wieso das nicht gehen soll. Ich weiß es auch nicht, Patrick. Ich kann es auch nicht. Ich gehe auf Verändern, ne? Und jetzt, ich nehme mal die Handgriffmod raus. Ja, mach das. Das geht, sagt er gleich. Wetten? Nee, ich finde die andere Mod nicht. Ach, da oben. Aber zeigt er mir auch nicht an, dass das geht. Den zeigt er mir an. Ja, aber das kann doch nicht sein. Kann ich jetzt mein Licht sterben hier? Kann ich das zumindest auf dem Hammer packen? Aha. Auf dem Hammer geht, ja? Jo. So sagt er. Würde ich zwar nicht als Waffe benutzen, ist absoluter Schmutz, aber ein Glas Honig. Das ist gerettet, ich lasse mich trotzdem jetzt... Ich weiß nicht, ich bin ja bei 31% infiziert. Nimm doch. Habe ich schon. Komm. Aber heilt mich das komplett? Nee, ne? Kommt drauf an. Ich weiß nicht, letztes Mal hat es mich geheilt. Aber da hatte ich, glaube ich, auch noch nicht viel. Ja, das meine ich ja. Ich bin ja schon recht stark infiziert. Leer. Gammelfleisch.
Noch mehr Gammelfleisch. Jammel. Eine Dose. Kartoffelsaat. Oh, geil. Knochen. Leer. Ist halt nicht so cool hier. Nee. Aber draußen war noch ein bisschen Müll. Aber halt wirklich nur ein bisschen. Ja. Und ein Auto. Blöde. Ich bin überladen. Federn und ein leeres Glas. Hm. Oh, ich kann von hier unser Zuhause sehen. Die stirbt aber. Die braucht aber lange, du. Du kannst Glasscheiben essen. Ich habe 2 Molokow-Cocktails. Glasscherben meinst du wohl? Was habe ich gesagt? Glasscheiben. Ja. Scherben. Hey, du kannst doch auch ganze Fenster essen. Gib dich doch nicht mit so ein bisschen Kleinkram zufrieden. Aber ich weiß, du magst Knabbereien, ne? Ist wie Smarties. Nur knuspriger. Ach, Patrick, ey, bist du doof. Das verstehe ich nicht. Definiere doof. Also einmal Glasscherben, bitte. Hey, das verstehe ich nicht. Definiere bitte. Bau mal Nitrat ab, weil ich sonst hier nichts finde. Ich habe keine Ausdauer. Ist doch kacke. Oh, Jatze hat Jasmin eliminiert. Ist sie doof. Die kann ja nix. Die ist ja gestorben. Ja. So, weiter geht's. Das macht auch keinen Spaß ohne Ausdauer. So. Ich bin wieder already. Ich nicht. Ja, meine Infektion steigt schon wieder. Oh. Nee, doch nicht. Fällt. Oh. Oh. Nee, steigt. Oh. Nein, ist gleich bleibend bei 30%. Oh. 29,9. Weißt du was, ey? Ich suche mir jetzt hier so einen blöden Baumstumpf. Mama. Bringt mir nicht viel. Ich muss erstmal nach Hause, meinen Kram wegräumen und Sachen heile machen. Schande. Schande. Jasmin, Schande. Hm. Was machen wir denn jetzt? Weiß es nicht, Patrick. Ich weiß es nicht. Achso, warte mal. Ein Knochen brauchen. Es gehört ja nicht zum Spiel. Also es ist ja eigentlich nicht Sinn des Spiels, sich selber umzubringen. Aber ich würde es gern tun. Ist das egal, ey. Ich würd ja sowieso sterben. Wieso? Was, wieso? Du musst doch nur Honig suchen. Mhm. Und ganz viel essen. Wie eine Verrückte. Ja. Bringt ja nichts. Wenn du infiziert bist, hast du Pech gehabt, ey. Weißt du was? Ich hab recht. Ich hab voll vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Eigentlich wollte ich gern weiterbauen. Aber zum Weiterbauen, ich würde gerne mal das, was wir haben, also was wir das schon gebaut haben, würde ich gerne schon mal aufwerten. Dafür haben wir aber keine Pflastersteine. Dementsprechend würde ich gerne Stein abbauen, aber wir haben nicht viel Stein. Ach, Patrick, irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Also wäre vielleicht das nächste Logische, wenn ich mit dem Fahrrad losfahre und nochmal nach Loot gucke. Ich habe gerade vergessen, wo es hier hochgeht. Ha, du hast das doch gebaut. Ja. Ist gut durchdacht. Gut durchdacht. Ich baue mal oben auf dem Dings hier. Ich schmeiße da nochmal ein paar Kübel hin für Kartoffeln. Aha. Tust du das, ja? Jo, wie viel Saat habe ich? Jo. Ein. Aber ich könnte noch einen machen, weil wir haben ja auch noch Kartoffeln. Beide.
So. Ja, bitte. Ich habe nur irgendwas im Hals gehabt. So, jetzt habe ich nur drei. Le Paloma Blanca. Ich muss mir noch mal zwei Kartoffeln holen, Jasmin, damit ich mal ordentlich Saat machen kann, ne? Saat gut. Komm. Quatsch. Kommt man denn jetzt hier von dieser blöden Aha. Oh Gott, das ist kompliziert. So, jetzt machen wir hier Kartoffelsaat. Da können wir doch einfach auf Rezepte gehen. Dann machen wir einmal Saat. Und dann können wir zweimal Kartoschkas anbauen. Hüpp. Das ist aber doof gebaut hier. Aber das werde ich später sowieso alles wieder wegschaufeln. Ach, ich doch zu unserem. Und die nächsten Beete, die unten sind, die gehen dann auch hier hoch. Genau. Habe ich noch irgendwas zum Anbauen? Nö. So. Waffenmunition. Ich würde gerne die Kiste Patronus nennen. Transformer-Zubehör. Durstlöscher. Dann. Jammelfleisch. Jammel. Hier ist nie Holz drauf, wenn ich hier ran muss. Ich mache immer nur so viel Holz rein, wie wir brauchen, weil wir das immer verbrennen lassen. Nee, ich mache immer aus. Machst du nicht. Jasmin, bitte. Erzähl nicht so einen Schmarrn. Du erzählst Schmarrn. Jasmin, also ehrlich. Wie viele Minuten sind es denn schon? Zu viel. Hm. Ich will nur noch meine Kisten hier einsortieren. Du sagst immer irgendwas, was du noch machen musst, schnell. Ja, aber das muss ich wirklich noch schnell machen. Und dann ist ja auch cool. So, meine Durstlöscher können wir nochmal hier. So, die leeren Gläser. Lassen wir erstmal. Habe ich hier keine Pfeile? Anscheinend nicht. So. Mit O. Leider, ich habe hier nur eine Mod oder Rüstungsteile. Rüstungsteile habe ich hier. Das kann man stacken. Barat, Fleisch. Eine Waffe ohne Munition. Ist immer gut. Pack die mal in eine Kiste erstmal. Ich wollte mehr Wasser mitnehmen. Hör auf zu singen, Jasmin. Wo habe ich denn jetzt die Reparaturkits? Bei Transformer-Zubehör, ne? Ja, genau. 1, 2, 3. Da könnten wir nochmal welche von machen. Machen, so. Wie gehen die? Dafür brauchen wir Reparaturkit. Geschmiedetes Eisen und Klebeband. Mehr nicht? Nö. Wir haben kein Klebeband. Aber wir haben Kleber. Und wir haben, wenn du da rausgehst, habe ich ja auch noch, kann ich Klebeband herstellen. Außerdem haben wir zwei Klebeband. Nein, haben wir nicht. Kannst du einmal, danke. 41. So. Wo hast du denn zwei Klebeband? Habe ich schon rausgenommen. So. Ah ja, erstmal machen wir Klebeband. Klebeband. Oh Mann, ey. Diesen blöden, selbstgebauten Stab brauche ich nicht. Komm ich eh nicht mit klar.
Was hat er denn jetzt? Will er nicht? Aha. So. Jetzt kommt deine Mutter wieder zurück in die Truhe. Meine Mutter? Und dann mache ich mal Reparatur-Git. Max sind 16. Ja, mehr Barren habe ich nicht. Hier können wir machen Eisen. Ah, hier fange ich immer wieder von vorne an. Ah, 40, ja, komm. So, der Geist, 4 Minuten. War zu viel Holz. So. Wie viel mache ich noch? Schon fertig. Bitteschön, etwas Klebeband. Das können wir dann da reinpacken, dann ist fertig. So, das war es erstmal für heute. Wir sind ja wieder drüber. Ich muss die Zeit mehr im Auge behalten, Jasmin. Das sage ich schon, seitdem das Let's Play begonnen hat. Und wir sind mittlerweile so weit. Und ich glaube, ich habe jede einzelne Folge überzogen. Oder vielleicht eine war relativ. Relativ, aber nur relativ. Ne? Einstein sagte, dass Zeit relativ ist. Einstein. Albert Einstein. So, wir sehen uns morgen wieder. Dann fahre ich mal ein bisschen mit dem Fahrrad. Kleine Radtour machen. Gucken, ob ich noch geile Häuser finde, geilen Loot finde, geile Waffen, geile Frauen. Was? Geile Frauen. So, dann bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.